Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute Abend, wie Daniel gesagt hat, zum erstmal Abschluss dieser ersten Runde, die wir gemacht haben, die Gespräche Mittwochs in der Mitte. Theo Wehner, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie, ist heute unser Gast. Wir hatten auch schon mal ein Gespräch mit ihm. Und ich denke, das kann vielleicht heute sehr zur Sache gehen, denn Psychologie der Arbeit ist ja eigentlich ein zugrunde liegendes Thema überhaupt für Grundeinkommen und die vielen Fragen, wie ist das denn dann mit der Arbeit? Das steht ja immer so im Mittelpunkt, Arbeit in Verbindung mit Erwerb, das ist eigentlich das Gerüst unserer Gesellschaft, auch das Disziplinierende, Ausrichtende. Theo, und ich würde direkt mal losfragen, wie sieht denn eigentlich heute die psychische Situation der Arbeit aus? Auf jeden Fall ist es keine Faulheit, die ist gänzlich gestrichen in der Arbeit. Sie ist das große Schimpfwort. Und trotzdem haben wir bei ganz vielen eine Tendenz, doch die Arbeit ein Stück weit zu meiden, sich die Arbeit erträglich zu machen, dem aber trotzdem nicht entrinnen zu können. Also eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen und den Vermeidungen um Arbeit. Die keine Arbeit haben, würden gerne welche haben. Die Arbeit haben, würden gerne weniger haben, können das nicht mit anderen Lebensbereichen vereinbaren. Das ist eigentlich ein Kampf sozusagen, der immer stärker zunimmt. Und bin 30 Jahre Arbeitspsychologe, wenn ich sagen müsste, was sich am radikalsten geändert hat, dann ist es, dass die Grenzen zwischen Lebensbereichen immer mehr sich auflösen. Wir haben fast keine Grenzen mehr zwischen Privatleben, Arbeitsleben, Freizeit. Also das, was man Work-Life-Balance nennt, mit einem Stichwort, das gelingt immer weniger, also dort eine Balance zu halten. Wir fangen über diesen Begriff an zu denken, wo wir eigentlich in völliger Imbalance sind, was Work-Life anbelangt. Kunst war lange Zeit, das natürlich auch zu trennen, die verschiedenen Lebensbereiche. Und dann wäre es eine Herausforderung, diese zu vereinbaren, diese verschiedenen Lebensbereiche. Und das, glaube ich, gelingt immer weniger. Ist es denn nicht heute so, dass überall davon gesprochen wird, also Work-Life-Balance, und dass man versucht, die Arbeit humaner zu machen? Ja, seit den 70er Jahren, das war in der deutschen Sozialdemokratie eine wirkliche Leistung, von der Humanisierung des Arbeitslebens zu sprechen. Also Arbeitsaufgaben so zu gestalten, dass sie ganzheitlich sind, dass sie sinnhaft sind, dass sie nicht fragmentiert werden, etc. Das war eine große Initiative in den 70er Jahren. Dort hat man von der Humanisierung des Arbeitslebens gesprochen. Ich habe selbst dort auch meine ersten Projekterfahrungen gemacht. Ich würde im Nachhinein sagen, wir sind gescheitert mit diesem Ansatz. Wir haben viel zu wenig industrielle Demokratie, um von einer Humanisierung des Arbeitslebens zu sprechen. Wir sind in Arbeitswelten weit weg von dem, was demokratische Gesellschaften in der Gesellschaft realisiert haben. Das haben wir teilweise in Betrieben natürlich nicht. Egal wie gut die Gewerkschaften sind, also mal die Schweizer Gewerkschaften ausgenommen, sie sind schon kämpferisch normalerweise. Und das war auch ein Programm in den 70er Jahren von den deutschen Gewerkschaften, italienischen Gewerkschaften. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, also sowas wie eine Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgabe hinzubekommen. Das heißt, dass jemand nicht nur ein Teil, eine partialisierte Arbeit verrichtet, an einem Automobil nicht einfach nur Kotflügel anmontiert oder Türen, sondern eben einen ganzen Prozess mitbekommt. Das ist bis heute eigentlich unvollendet. Sag nochmal, was hast du gemeint mit Demokratisierung in der Arbeitswelt? Dass die industrielle Demokratie, das ist noch der Vorläufer, das waren schon die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, als es begann, dass man versuchte, sowas wie Mitbestimmung, Partizipation, das sind die großen Forderungen, die wir in einer Arbeitsgesellschaft, ob sie kapitalistisch organisiert ist oder auch sozialistisch, also wir hatten in beiden diesen großen Kulturen, in der kommunistischen genauso wenig wie in der sozialistischen, genauso wenig wie in der kapitalistischen, haben wir sowas wie Partizipation. Das heißt Teilhabe und Teilnahme über das, was hier produziert wird und wie es produziert wird. Das ist eine Forderung aus der industriellen Demokratie, dass man mit beteiligt ist, wie man und was man macht.
Würde denn an sowas zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen was ändern? Das würde auch an diesem was ändern, weil es so eine radikale Herausforderung ist oder so eine radikale Zumutung für uns alle, dass es sämtliche Lebensbereiche durchdringen würde in Änderungen. Und es würde das ändern, dass natürlich dort von Anfang an nicht ein Ausgegrenztsein stattfindet. Ich würde mich nur dort beteiligen. Mein Einkommen ist ja so weit gesichert, dass ich mich nur dort beteilige, wo ich auch partizipativ mitgestalten kann. Das heißt, die ganzen Ideen, die es seit den 70ern gibt, könnten mit einem Grundeinkommen überhaupt auf den Weg kommen, also realisierbar werden? Ja, also vieles von dem, was die Humanisierung des Arbeitslebens will, nämlich gute Arbeit. Das, glaube ich, wäre die Herausforderung für das bedingungslose Grundeinkommen und würde dort aber eben auf einem neuen Boden, auf einem neuen Fundament stehen. Meine Existenz wäre gesichert, mein Einkommen wäre gesichert. Und damit habe ich eine ganz andere Optionen, ganz andere Autonomie. Das ist das höchste Prinzip sozusagen in der Arbeitswelt. Jetzt ist Arbeit aber immer auch ein Disziplinierungsinstrument gewesen und kommt auch daher und hat durchaus immer auch die Funktion gehabt, die Sache schön beieinander zu halten. Wie kollidiert denn das eigentlich jetzt mit der Entwicklung in der Arbeit? Das war es und das ist es, ein Disziplinierungsinstrument. Das beginnt nicht dort, wo wir in die Arbeit eintreten, sondern das beginnt dort, wo wir den Kindergarten verlassen oder vielleicht schon im Eintritt des Kindergartens. Dort hält schon sozusagen, dort ist noch Spiel ein Stück erlaubt. Das ist das einzig zweckfreie Tun, was wir in unserer Gesellschaft dulden. Und sozusagen, da ist Zweckfreiheit. Und alles andere ist Sozialisation hin auf Arbeitsfähigkeit. Das beginnt in der Grundschule und es hört noch nicht mal in einem Nachdiplomstudium auf. Und diese Bereitschaft, sozusagen sich nicht für, sondern in eine Arbeitsgesellschaft sozialisieren zu lassen, die würde sich natürlich auch durch ein Grundeinkommen fundamental verändern. Ich würde ja ganz anders ein Studium aufbauen. Universitäten wären nicht mehr nur verpflichtet, für bestimmte Berufsbilder auszubilden, sondern wirklich nach Bildungsbedarf auszubilden. Das, was Studierende wollen. Wie wirkt sich denn dieses Disziplinierende zum Beispiel auf Innovationsfähigkeit aus? Ist ja auch ein großes Thema. Also hat es Zusammenhänge? Man kann ja auch sagen, Erwerbsarbeit, die Arbeitswelt hat auch zu tun mit Stress, hat auch mit Überlastung zu tun, obwohl die Arbeit bequemer wird, die Ausführung bequemer. Was sind da die Schollen, die sich da aneinander reiben, in dem, was fortschrittlich ist und in dem, was unter Umständen für die Menschen an zusätzlicher Belastung kommt? Ja, also die Geschichte der Arbeitswissenschaften generell, ob das Psychologen sind oder Soziologen oder Pädagogen, die Geschichte der Arbeitswissenschaft ist eine von Belastung und Beanspruchung. Also Arbeit ist belastend und beanspruchend. Und auch das wäre ein ganzen Strang. Ich habe den der Humanisierung des Arbeitslebens gezeigt. Man könnte schauen, was hat denn die Arbeitswissenschaft geleistet auf der Reduktion von Belastung und Beanspruchung. Und es gab kein Jahrzehnt, das so viel Stress am Arbeitsplatz kennt wie das letzte Jahrzehnt. Wir wissen so viel über stressauslösende Faktoren und können so wenig unter den Arbeitsbedingungen und Organisationsstrukturen verändern, so dass Stress reduziert wird. Und das müsste uns nachdenklich machen oder jene nachdenklich machen, die an dem Konzept Arbeitsgesellschaft festhalten. Wir haben viel Technologie in der Arbeitswelt integriert, aber es ist nicht belastungsärmer geworden. Wir haben nicht mehr das Schweißtreibende, das ist aus der Arbeit zum Großteil weg. Die schweißtreibenden Tätigkeiten, die machen wir im Kiesertraining. Das Bücken am Arbeitsplatz ist fast verboten, aus ergonomischen Gründen ist das nicht mehr, fast gar nicht mehr möglich, das macht man irgendwo anders. Aber die Belastung ist eine kognitive Belastung, eine Überforderung von Multitasking, also vier Dinge gleichzeitig zu tun. Wir waren die einzigen Lebewesen, die Single-Tasking machen konnten. Wir können schlafen, ohne dass wir ständig wach werden müssen und müssen gucken, wodurch werden wir bedroht. Wir können essen im Gegensatz zu dem größten Teil der Tiere. Wir können wirklich essen, ohne Angst zu haben, dass es uns erstens jemand wegnimmt und zweitens wir während dieser Zeit erschlagen werden oder gefressen werden. Also Single-Tasking war eine der großen Errungenschaften des Menschen.
Und die geben wir zurzeit leichtfertig aus. Jeder ist froh, wenn er 7 Dinge gleichzeitig tun kann. Und das ist Arbeitswelt geworden. Und damit ist sie in den Belastungs- und in den Anforderungen, in den Belastungen und Beanspruchungen, wie wir sagen, ist sie eher verschärfter geworden, als wenn man aufgrund von fehlender Muskelkraft erschöpft war. Das ist wenigstens noch etwas, was jedem Außenstehenden auch einsichtig ist. Der kann jetzt nicht mehr, der muss mal eine Stunde ruhen. Ist sie denn auch sinnvoller geworden? Wir springen jetzt erstmal durch die Themen, das ist richtig. Wir müssen sie dann auch nochmal bündeln. Das ist die Kategorie, die mich am meisten interessiert. Wenn man fragt, warum jemand etwas tut, dann ist die Frage nach dem Sinn eigentlich gestellt. Und Arbeit macht Sinn, das ist die große Forderung. Und es ist die, die am wenigsten erfüllt wird. Das hat mich ja dazu gebracht, Tätigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit mir anzuschauen. Also nicht nur zu schauen, wie wird die bezahlte Arbeit verrichtet, sondern warum arbeitet eigentlich jemand und nimmt kein Geld dafür? Und das ist die frei gemeinnützige Tätigkeit. Und ich habe viele Interviews geführt mit Personen, die alle länger als 3-4 Jahre freiwillig tätig waren. Und dort ist mir etwas aufgefallen, dass diese Personen innerhalb der ersten 2 Minuten eines Interviews fällt die Kategorie des Sinns. Das macht Sinn für mich. Ach, wissen Sie, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie ich da hingekommen bin, aber es macht eben Sinn für mich. Und wenn man danach fragt, denkt, aha, das ist jetzt der Experte für Sinn, sagt man, was ist denn für Sie Sinn? Sagt, ach, das kann ich Ihnen nicht so genau sagen, aber ich wüsste, wenn ich das, was ich hier freiwillig tue, wenn sich hier was ändert, dann wüsste ich, ob das weiterhin für mich Sinn macht. Und dann hätte ich die Autonomie zu gehen. Ich habe mir dann noch mal Interviews angeschaut, die ich natürlich mit vielen, vielen Erwerbstätigen geführt habe, quer durch die Hierarchien. Dort kommt in über 90% der Interviews, es sind weit über 80, die ich mir dafür ausgesucht habe, in über 90% kommt die Kategorie Sinn überhaupt nicht vor. Sie reden mit einem Laborleiter in einer Pharmaindustrie, das muss gar nicht in Basel stattgefunden haben, sondern irgendwo anders, gibt es auch Pharmaindustrie. Der redet eine Stunde über seine Arbeit und die Kategorie Sinn fällt nicht. Und das zeigt mir diese Frage. Wir haben sinnentleerte Arbeit. Und die Sinnsuche, das dürfte die wichtigste Aufgabe sein. Und dazu muss man tätig sein. Denn, ich will keine Vorlesung darüber halten, aber so viel dann doch. Es gibt eine Auseinandersetzung. Ist ein Ding an sich eigentlich sinnvoll oder nicht? Ist ein solches Gespräch, was wir führen, sinnvoll oder nicht? Produzieren wir hier Sinn oder nicht? Das können wir nur dadurch bestimmen, indem wir das Gespräch führen. Ein Gespräch ist nicht sinnvoll und auch nicht sinnlos, sondern das, was darin geschieht, ist es. Das, was man dabei tut, ist sinnvoll. Eine Arbeit ist nicht sinnlos oder sinnvoll, sondern das, was ich darin erlebe, wie ich diesem Ding Sinn verleihen kann, das ist wichtig. Viktor Frankl hat darauf hingewiesen und er ging so weit, dass er sagt, Sinn ist nicht etwas, was man so kontemplativ erlebt. Wir denken mal darüber nach, was macht denn in der Gesellschaft Sinn? Dann komme ich nicht weiter, sondern ich muss es tun. Sinn ist verarbeitete Erfahrung. Ich muss es tun. Im Tun stellt sich das her. Und für die Freiwilligen, um da anzuknüpfen, die werden nur tätig, weil es Sinn macht. Und so wie es keinen Sinn mehr macht, ist der Freiwillige, der es ja nicht bezahlt bekommt, sofort in seiner Autonomie herausgefordert und sagt, da gehe ich nicht mehr hin. Oder ändere es. Oder ändere es, suche mir eine andere Organisation. Wie würdest du überhaupt Arbeit definieren für den Menschen? Ja, es geht uns leicht von der Zunge zu sagen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Damit heben wir ab auf Interaktion, Kommunikation. Wir sind unfähig, alleine, wenn wir geboren sind, aufzuwachsen. Wir brauchen Ammen, Mütter oder was sonst immer zur Verfügung steht. Wir sind ein soziales Wesen. Ich würde sagen, der Mensch ist ein tätiges Wesen. Auf das Tun können, so sagen die alten Anthropologen, kommt es gerade des Geistes wegen an, auf das Tun. Wenn Sie einen Säugling nicht zappeln, strampeln lassen, sich bewegen lassen, bildet sich Wahrnehmung überhaupt nicht aus.
Und es ist eine Tätigkeit, in der Wiege zu liegen und mit den Händen und Füßen irgendwie in der Gegend rumzukrabbeln. Das ist eine Tätigkeit. Das ist nicht einfach nur eine Funktionslust oder eben eine Beschäftigung, weil er eben noch nicht mehr kann, sondern das ist schon ein Tätigsein. Das ist schon eine Aktivität, die eben tatsächlich mich formt. Und die Frage nach der Arbeit wäre dann eben, meinst du jetzt die Erwerbsarbeit? Meinst du die Bildungsarbeit? Meinst du die Beziehungsarbeit? Vielleicht auch die Trauerarbeit? Meinst du mein Hobby? Etc. Und dort würde man immer feststellen, es ist eine Form von Aktivsein. Es geschieht immer ein Stück in der Arbeitsteilung. Ich bin nicht in der Lage, alles selbst zu machen. Ich brauche unter Umständen andere Tätigkeiten, die ich integrieren kann, etc. Aber es ist das Tätigsein, das Tun. Das ist das Entscheidende in der Arbeit. Und genau das verlieren so viele in ihrer Arbeit, dass sie immer mehr zum Interaktionspartner zwischen Mensch und Computer werden und immer reduzierter in der Interaktion zwischen Menschen. Ja, dem entgegensteht, dass die Arbeit auch diesen Charakter immer hat, ich muss für mich sorgen, damit ich überleben kann, arbeiten. Mhm. Und wie du es jetzt, und das ist ja in der Erwerbsarbeit doch ganz stark, also warum man viele Dinge eingeht, weil ich muss leben können, das heißt dann Einkommen. Aber was du jetzt gesagt hast, ist ja eine interessante Brücke. Du hast von Trauerarbeit, Beziehungsarbeit gesprochen zum Beispiel, was ja auch einen Bedarf hat und mit Leben können zu tun hat. Mhm. Ist das, meinst du das so, dass Arbeit, dass man Arbeit tatsächlich mal weiter sehen kann und vielleicht auch lösen kann aus dieser Definition, Arbeit ist, was bezahlt wird? Ja, ja. Also ich habe Psychologie gelernt in einer Zeit, als das noch klarer auch als marxistische Psychologie genannt werden durfte und genannt wurde. Ich würde es auch heute noch so nennen. Und dort haben wir sehr viel von der kulturhistorischen Schule. Es ist eine große Bewegung gewesen, die in Deutschland, aber natürlich auch in der Sowjetunion ihren Ursprung hat. Und dort gibt es einen Theoretiker, Alexei Leontjev, der sagt, das Leben ist ein System sich ablösender Tätigkeiten. Im Russischen ist Ustanovka, das heißt tun, also es tun. Also das Leben ist ein System von sich ablösenden Tätigkeiten, von ablösenden Tunsbereichen. Das ist in der frühen Kindheit etwas anderes als in der Schule und das ist in Beziehungen etwas anderes als am Arbeitsplatz. Und wir haben es in den kapitalistischen Arbeitsstrukturen geschafft, dass Arbeit, alles ist einfach nur noch ein Stück Arbeit, Leistung, zu erbringende Leistung mit einem Gegenwert, der, und das ist die Grundvoraussetzung, erstmal die Existenz sichert. Und auch die anderen Arbeitsbereiche, auch Beziehungsarbeit, wenn wir sie uns heute anschauen in unserer Kultur, dann sichert es meine Existenz. Also ich versuche, meine Existenz oder meinen Hintern zu retten in dieser Beziehungsarbeit und nicht sozusagen etwas Gemeinsames herzustellen. Und das war es nicht. Also es gibt genügend andere Gesellschaften, wo das gemeinsame Herstellen, das Finden von Arbeitsteilung, das sind große menschliche Leistungen. Wir sind ja nicht wie die Bienen oder sonstige höher entwickelte Primaten schon auf Arbeitsteilung festgelegt. Wir können alles werden. Ich kann Handwerker werden, ich kann Hochschullehrer werden. Ich bin nicht festgelegt als Mensch. Jetzt hast du das, also Freizeit kommt mir da gleich in den Sinn. Weil diese Dinge passieren in der Freizeit. Und viel Arbeit guckt auch darauf, dass ich in der Freizeit dann die Dinge tun kann, die eigentlich mit deinem Tätigkeitsbegriff zu tun haben. Notwendigkeit ist das eine Reich, Freiheit, Sinn ist das andere Reich. Kann man das sagen? Ist das etwas, was in der Psychologie der Arbeit mitspielt? Ja, also würde das Erste erst aufnehmen. Was wir in den Arbeitsgesellschaften sehen, ist eine sukzessive Abtrennung von Dingen, die da eigentlich nicht hingehören. Arbeit war genauso entspannen wie Faulenzen. Da wurde gesungen, es wurde gefressen, es wurde gehurt. All das fand mal am Arbeitsplatz statt. Ich glaube, es findet auch heute noch statt, aber unter ganz anderen Abdeckungen. Und durch die sukzessive Trennung, man hat dann lieber den Arbeiterverein gemacht, dort hat man singen dürfen. Am Arbeitsplatz wurde nicht mehr gesungen.
Und man hat dann eher und so weiter. Man schickt den VW-Betriebsrat nach Brasilien, ins Bordell und nicht in Wolfsburg. Das ist so organisiert gewesen. Also diese Trennungen, die haben eigentlich eine Arbeitswelt zerstört. Wer sich Bilder von Bruegel anschaut, der sieht, dass da alles gegeben war auf diesem Feld der Arbeit. Und das haben wir sukzessive gereinigt. Und das ist natürlich ein Bereich an Sinnentleerung, der dann auch diese großen Trennungen geschaffen hat. Arbeit, Freizeit. Das waren Trennungen. Wir bewegen uns ja heute in der Arbeit, in der Freizeit, mindestens so leistungsorientiert wie am Arbeitsplatz. So, das deutet alles darauf hin, der Mensch will tätig sein und er will auch leisten. Er erlebt sich im Tätigsein. Wenn ich jetzt ans bedingungslose Grundeinkommen denke, würdest du das so sagen, dass mit dem Grundeinkommen eigentlich diese Bereiche, die man jetzt in der Freizeit hat, die man in der Arbeit hat, die Sinnsplittung, dass das tatsächlich aus deiner Sicht wirklich etwas beitragen würde? Was würde das Grundeinkommen da bewirken? Es würde diese Trennungen als erstes aufheben. Ich würde mir nicht mehr einen Arbeitsplatz suchen und noch dann eben auch einen Verein, wo ich singen kann, sondern ich würde mir einen Arbeitsplatz suchen, wo ich singen kann und arbeiten kann. Ich würde es dann endgültig mal lernen. Also den Arbeitsplatz würde ich suchen. Aber wenn ich singend eine Vorlesung heute machen würde, man würde mich rausschmeißen. Und die Zeit für den Chor reicht nicht. Also das heißt, wir würden diese Trennungen, die sukzessive stattgefunden haben, die würden wir wieder zurücknehmen. Ich würde den Anspruch und auch natürlich die Anforderungen für mich haben, eine Arbeit zu finden, das, was die Freiwilligen tun. Es ist enorm schwer, wenn sie freiwillig tätig werden wollen, wenn sie den Impuls spüren. Das war interessant bei den Freiwilligen. Wie finde ich dann die Organisation? Und wenn man die gefragt hat, und das war ein zweites Moment in der freiwilligen Forschung, die wir machen, was war der biografische Auslöser für diese 10 Jahre Amnesty International, bei der du jetzt bist? Was war der Auslöser? Und den können die Leute sehr klar benennen. Ich war, und dann fängt es an, ich war beruflich in einer Situation, wo und so weiter. Also wo man dann sah, es war beruflich. Mir war klar, ich kann hier nicht mehr aufsteigen, ich will auch gar nicht mehr in diese Karriereleiter weiter. Mir war klar, ich habe eigentlich genug Gehalt etc., aber ich brauche noch was anderes als nur Geld, ein Stück Karriere etc. Das ist der größte Bereich der Begründung kommt aus einem nicht erfüllten Arbeitsleben für unsere Freizeit, für unsere freie gemeinnützige Tätigkeit. Da habe ich das Argument gleich, was du jetzt sagst, was ist denn mit der Effizienz der Arbeit? Ist das dann allen geht's gut, aber es passiert eben nicht mehr in den auch internationalen Leistungsverhältnissen? Wie? Ich würde mal gucken, also ob diese Organisationen wirklich so leistungsfähig sind, wie sie sich ausgeben, ob sie wirklich so sind. Ich bin beteiligt an einer Gruppe, die sich beschäftigt mit sogenannten Rückrufaktionen. Die gibt es heute in allen Branchen. Außer Theorien hat man noch nie zurückgerufen. Das ist eigentlich die Produkte, die wir schaffen, haben ein Verfallsdatum, aber können nicht rückgerufen werden. Da bin ich eigentlich stolz drauf. Jedes andere Produkt, was Sie kennen, da gibt es Rückrufaktionen en masse. In der weltweiten Automobilindustrie Toyota musste 70.000 Fahrzeuge zurückrufen, weil die Fußmatte, das ist ja ein Detail, zum Autofahren braucht man eigentlich keine Fußmatte, weil sich die Fußmatte hinter dem Gaspedal verhakt. Das merkt man, wenn 70.000 Fahrzeuge ausgeliefert sind. Was ist da noch Effizienz? Und wenn ich all diese den ganzen Qualitätsterror mir anschaue, der da vollführt wird, hat der zu besserer Qualität geführt oder hat er zu einer Standardisierung geführt, zu einer Vereinfachung der Produkte, aber nicht zu qualitativ hochstehender? Also mit der Effizienz wäre ich sehr vorsichtig, ob das alles effizient ist. Hängematte im Büro, innere Kündigung, wie ist es damit? Ja, also wir haben Burnout und wir haben Boreout. Also sozusagen die Langweiligkeit, also ausgebrannt sein von Langweiligkeit. Also Arbeitsplätze sind stupide und langweilig, aber sie verlangen eine Präsenz, sie verlangen eine Routine. Es ist die absolute McDonaldisierung, sowohl in Dienstleistungsarbeiten, teilweise auch in meiner Tätigkeit habe ich Routinetätigkeiten zu verrichten, die würde ich allenfalls einem Automaten zuschreiben wollen, aber nicht einem Mitmenschen, geschweige denn mir. Und dieser Prozess, den würden wir radikal in Frage stellen müssen, wenn wir uns dieser Zumutung, und ich würde es eine Zumutung nennen, des Grundeinkommens aussetzen. Warum Zumutung?
So ziemlich alles, was wir an neuen Ideen haben, ist Zumutung. Eine Innovation ist grundsätzlich erstmal eine Zumutung. Wissen ist erstmal eine Zumutung. Ich sage oder ich behaupte, ich weiß etwas, das mute ich anderen zu. Und wir haben viel zu wenig Mut, um diese Zumutungen wirklich anzunehmen. Viel zu wenig Risikobereitschaft auch in den Organisationen. Organisationen sind gekennzeichnet durch Innovationsbarrieren und nicht sozusagen durch eine Innovationsoffenheit. Je mehr von Innovation gesprochen wird, desto stabiler werden die, desto weniger verändern sie sich. Und es ist ja keine Innovation, wenn an irgendeinem Produkt irgendein Quatsch noch zusätzlich jetzt möglich ist. Innovationsfeindlichkeit durch diese Art der Organisation und Erwerbsarbeitsdisziplin? Ja, Organisationen haben ein Ziel, sich zu reproduzieren. Das, was sie können, immer wieder zu tun und möglichst mit effizienterem und das heißt ökonomischerem Einsatz und davon mehr zu produzieren. Und die gesellschaftlichen Regeln unterstützen die Saurier und die neuen Initiativen eigentlich nicht? Und die neuen eher nicht. Also es gehen wesentlich mehr Innovationen ja auf dem Weg in die Gesellschaft verloren. Also die Flops sind ja sozusagen um ein X-faches höher als die wirklichen Innovationen. Und die es dann geschafft haben, die müssen wir noch schauen. Sind es wirklich nur, wir nennen das inkrementelle Innovationen, so ein Anhängsel? Ja, und die großen Innovationen sind nicht sind in einem ganz anderen Freiraum entstanden als unter dem Innovationsmanagement getriebenen momentanen Hinwendung zu Innovationen. Grundeinkommen, psychologisch geguckt. Was würde es bewirken für das, was wirkliche Innovationen sind? Ja, das würde viel mehr Fantasie freisetzen. Es wäre ja schon eine Innovation. Ich müsste erst mal selbst rausfinden, was ich dann machen will. Das bedeutet für mich selbst eine persönliche Innovation. Die sozialen Innovationen, das sind die schwierigeren und die wir bräuchten. Und nicht nur Produktinnovationen. Wir sind eventuell noch stark in Produktinnovationen. Schauen wir uns mal an, wie wenig soziale Innovationen entstehen. Was ist psychologisch der Unterschied zwischen technischer Innovation, die wir ja haben, die ja auch übrigens alles andere mitzieht, und selbstgeschaffener sozialer Innovation? Die technische Innovation hat eine Stoßrichtung, nämlich ein Teil eben auch des Schweißtreibenden in den Arbeits- und Lebensprozessen zu eliminieren. Die technische Innovation ist ein Stück weit auf Bequemlichkeit der Verrichtungen ausgewiesen. Ob das Wichtigste ist, also ob ich diese ganzen Krücken brauche, die ich habe. Eine Waschmaschine ist in erster Linie eine Krücke. In zweiter Linie hat sie mir auch die Möglichkeit genommen, uns Männern, wir hatten sie ja gar nie wirklich, ich meine es als Möglichkeit. Ich hatte es als Möglichkeit gemeint und nicht nur... Ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit, an den Waschplatz zu gehen und dort diesen sozialen Kontakt zu pflegen. Und wir wissen heute, dass Wäsche waschen wesentlich mehr Energie kostet als etwa vor 100 Jahren. Es wurde wesentlich mehr Zeit vor 100 Jahren mit Wäsche waschen verbracht als heute. Da kann man sagen, naja, das hat mit den Textilien zu tun und so weiter und so weiter. Das hat damit zu tun, dass wir gerne eher nach Persil oder Omo riechen als nach was anderem und so weiter. Also das kann man alles so nach. Aber es hat uns keine Bequemlichkeit gebracht. Und Wäschewaschen ist isolierter geworden, es ist eine Mensch-Maschine-Interaktion geworden und nicht mehr eine Mensch-Waschplatz und Waschfrauen- oder Waschmänner-Interaktion. Also das ist jetzt ein Thema, wo es eigentlich dahin geht, durch den Fortschritt ist uns ganz viel abgenommen worden. Aber eben auch soziale Kontakte. Die Begegnung im Sinnlichen, das Können von etwas. Das heißt, Sinnverlust und technische Innovation, hat das einen Zusammenhang? Ganz sicher, also weil natürlich ein Teil wirklich als Mensch-Maschine-Interaktion verrichtet wird. Wenn wir sehen, wie wenig wir noch Mensch-Mensch-Beziehungen haben, oder wenn ich auch sehe, wie ich teilweise selbst durch den öffentlichen Raum gehe und ein privates Gespräch mit dem Handy führe. Ich gewöhne mir das zurzeit sukzessive wieder ab, den öffentlichen Raum als einen Begegnungsraum mit anderen Bürgern wahrzunehmen und nicht mit denen, die bei mir gerade klingeln in der Hosentasche oder sonst wo. Erlebnisarmut wäre ein Stichwort. Begegnungsarmut würde ich es eigentlich nennen und natürlich auch eine Begegnungsunfähigkeit, die wir an Arbeitsplätzen schon haben,
Wir haben immer mehr Leute, die auch am Arbeitsplatz nicht sich sozusagen in Solidarität üben, sondern eher auch einen Arbeitsplatz wollen. Lass mich meine Sache machen, gib mir genau vor, was zu tun ist, das verrichte ich und all diesen anderen Schnickschnack, das mache ich irgendwo anders. Meine sozialen Beziehungen habe ich irgendwo anders, meine Freizeittätigkeit habe ich irgendwo anders, singen kann ich irgendwo anders als hier, etc. Also auch eine Bereitschaft von der Verrichtung isolierter, partialisierter Tätigkeit. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Das sind meine größten Bedenken. Ich habe keine Bedenken, dass unter den Bedingungen des bedingungslosen Grundeinkommens die Leute nicht tätig wären. Meine Gedanken gehen dahin, mit wem und wann können wir das denn beginnen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Was haben wir denn an psychischer Zerstörung erfahren und an psychischem Leid? Sind wir wirklich sozialisiert, um ein bedingungsloses Grundeinkommen ab morgen zu beginnen? Also wie viel Therapie wünsche ich mir erst noch davor, bevor ich da mitmache? Und wie viel wird nötig sein, bei jedem Einzelnen nochmal an dem Leid durch die Arbeitswelt, durch die Erziehung, durch die Sozialisation, die Verberuflichung und durch den Arbeitsplatz ist Leid und Entfremdung entstanden. Und mit den Personen, und es gibt keine anderen auf diesem Planeten, mit den Personen wollen wir nun eine neue Utopie ist beginnen. Die Diskussion um das Grundeinkommen eine Therapie? Ja, das ist auf jeden Fall ein Eingeständnis des Leidensdrucks aus dem, wo ich herkomme. Und egal wie phantasmagogisch ich die Ideen zum bedingungslosen Grundeinkommen gehört habe, ich habe bei allen aber doch eine Sehnsucht gespürt. Und diese Sehnsucht hat jeder, der auch in eine Therapie geht. Und von daher hat es sicher auch therapeutische Wirkung. Nur, dann müssen wir uns überlegen. Auf Krankenschein gibt es das ganz sicher nicht, das bedingungslose Grundeinkommen. Also vielleicht so vorläufig, das wäre die Einführung. Das wäre vielleicht, oder vielleicht müssten wir das erwirken. Das wäre eine gute Utopie. Also das heißt, es ist eine Therapie, die zu einer Selbsttherapie werden muss. Und ist die Angst vor dem Grundeinkommen eine Angst vor sich selber, weil man da hinschauen muss? Ja, also das ist deutlich so. Sie wird, das habt ihr im Film sehr schön gezeigt und das kennen alle, glaube ich, die hier sind. Wir vermuten ja, ich würde noch arbeiten, aber dummerweise dieser Nachbar nicht. Und das ist wirklich ein Moment, wo ich meine eigene Angst zumindest noch auf den, der neben mir sitzt, projizieren kann. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt, dass ich merke, naja, ich wüsste nicht wirklich, ob ich weiterarbeiten würde. Ich wüsste nicht, wo bin ich selbst erschüttert, der ich eigentlich Befürworter dieses Denkansatzes, dieses Kulturimpulses bin. Und da sehe ich auch viele von uns, die dieses Thema sich überhaupt zumuten, die dieses Thema diskutieren, da sehe ich zu wenig Zweifel an der eigenen Person. Und so wenig geschädigt sind wir nicht, wie wir uns da einbilden. Das merkt jeder, wenn er in Urlaub geht. Da haben sie ja bedingungslose Situationen. Und was machen viele? Sie verschränken es immer mehr mit der Arbeitswelt. Die Trennungen gelingen immer weniger. Das heißt, es kommt eine tiefere Selbstverantwortung zum Zuge. Ja, mit dem Selbst, der Begriff des Selbst ist dabei entscheidend. Die Arbeitswelt, es vollzieht sich zurzeit etwas in der Arbeitswelt, was wir Selbstmanagement nennen. Und es gab noch nie so viele Möglichkeiten an Arbeitsplätzen, das würde ich wirklich sagen, was Sie selbst in die Hand nehmen können. Sie können heute, wenn Sie in einem guten Betrieb sind und erst recht in der Schweiz, können Sie selbst mitbestimmen, zu welcher Weiterbildung Sie gehen. Sie sind selbst ein Stück dafür verantwortlich, was Arbeitszufriedenheit für Sie bedeutet. Aber das ist eine Überforderung an das Selbst. Alain Ehrenberg hat ein Buch geschrieben, das erschöpfte Selbst. In diesem Selbstmanagement, in diesem, du bist selbst derjenige, der das hier gestalten kann. Also es wird ja immer mehr zurückgegeben. In diesem Selbst werden wir endgültig sozusagen uns entselbsten. Ja, aber das liegt an den Verhältnissen, die nicht... Exakt, ja. Und das, weil du ja fragtest, was wäre das eine Selbstaufgabe? Ja, das bedingungslose Grundeinkommen fordert mich als Selbst, als Subjekt so stark
wie mich noch nicht mal die Auswahl des Berufes gefordert hat, wie mich noch nicht mal Schule gefordert hat. Aber ich will es kurz klären, weil du jetzt gesagt hast, da ist das selbst überfordert. Aber es ist überfordert, so habe ich, also ich interpretiere mal und du korrigierst, weil die Verhältnisse drumherum keine sind, in denen tatsächlich vom Selbst aus die Dinge zu gestalten sind, sondern nur in vorgegebenen Rahmen muss ich jetzt auch noch mit meinem Selbst mich einfügen und dadurch habe ich noch mehr eine Verengung. Genau. Und so erlebe ich die Arbeitswelt zurzeit. Also die Betriebe bieten teilweise gar kein Gesundheitsmanagement mehr an, sondern sagen, da ist jeder Einzelne selbst dafür zuständig. Sag mal, heißt das denn, dass eigentlich diese Art Erwerbsarbeit oder wohin das jetzt läuft, dass das ziemlich gefährlich und schädlich ist für Gesellschaft? Ja, ich meine, das sehen wir ja auch. Also es hat noch nie solche Burnout-Raten gegeben, solche Erschöpfungsraten in der Arbeitswelt. Wir haben in den letzten In den letzten 30 Jahren, so hat das Grundeinkommen, die Grundeinkommensdebatte gezeigt, haben wir unsere Produktivität verdoppelt. Also alle 30 Jahre können wir in der Hälfte der Personen eigentlich das tun, was wir konnten. Das habt ihr schön herausgearbeitet. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz um 70% erhöht. Die von physischen Erkrankungen ist zurückgegangen. Von psychosomatischen, selbst von psychosomatischen, ist eher zurückgegangen und von psychischen hat zugenommen. Und unter den psychischen Krankheiten könnten wir auch noch gucken, was ist es denn eigentlich? Im Beginn des 20. Jahrhunderts war das Hysterie am Arbeitsplatz. Ein Hysteriker, das ist noch was Gutes, der haut Ihnen noch was vor die Birne oder haut noch zumindest die Türen zu. Wir haben heute jede 10. Krankschreibung hat das Merkmal der Depression. Und mit Depressionen, da fliegen keine Fetzen mehr, da ist alles Watte, und zwar auch die Interaktion. Diese Formen von Krankheit, und zwar von psychischen, die wir haben, mit denen müssen wir schätzungsweise starten in eine neue Utopie. Wie sieht denn die Gesellschaft aus in Zukunft ohne Grundeinkommen? Ja, es wird, wir sehen es zurzeit, es gibt zurzeit wirklich keine politische Partei, die nicht doch sowas wie Wachstum und Vollbeschäftigung immer noch im Blick hat. Das war eine Illusion. Von Anfang an war das in einer Massen- und in einer Industriegesellschaft eine Illusion, eine Vollbeschäftigung. Wir haben es nicht geschafft, gleichen Lohn für gleiche Arbeit durchzusetzen. Diese Schere geht immer weiter auseinander. Die Ungleichheit von Bezahlung. Und das wird sich verschärfen. Also ich würde auch den Bewegungen von industrieller Demokratie, von Humanisierung des Arbeitslebens, dort haben wir es nicht geschafft. Solche Dinge wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist eine der ältesten Forderungen. Das ist wirklich 110, 120 Jahre alt. Jetzt sind da so viele Dinge und dann denke ich dran, Arbeit hat immer mit Bedarf zu tun. Und offensichtlich wird ja viel gearbeitet, aber ein riesengroßer Bedarf scheint da unbefriedigt zu sein. Was würdest du sagen, ist heute oder wird auch mehr Bedarf? Ja, das ist schon, was Personen etwa in ihrer frei gemeinnützigen Tätigkeit suchen, nämlich Sinnsuche. Das ist einer der großen Bedarfe, die wir haben, und es ist eine Aufgabe. Also wer in seiner Tätigkeit keinen Sinn findet, dieses Vakuum, so wie es der Sinnlehre, das ist ja die Beschreibung von Depression. Das absolute Sinnlehre, dass es uns nicht mehr gelingt, weder ein Ding als sinnvoll anzusehen, geschweige denn meine Wahrnehmung, das, was ich erlebe, ist nicht mehr sinnvoll. Und diese Bedarfe, die wir in unseren Gesellschaften befriedigen, sind Produktbedarfe. Das sind Bedürfnisse, die generiert werden, kollektiv teilweise, die wir gemeinsam auch generieren. Und die können befriedigt werden in Form von Konsum. Und sich davon wieder zu lösen, also doch nochmal zu schauen, was ist denn mein Bedarf eigentlich? Nach was habe ich Bedarf? Oder zum Beispiel ein Bedarf, den wir haben, ist eine der großen Entwicklungsaufgaben, die jeder von uns hat. Generativität nennt man das. Etwas der Gesellschaft wieder zurückgeben. Das ist ein ständiges Tun, also auch in einer Beziehung haben wir immer ein Generativitätsproblem zu lösen, auch der Beziehung, von der ich etwas bekomme, etwas wieder zurückzugeben. Das ist am Arbeitsplatz heute sehr, sehr schwer möglich. Ich habe viele Interviews von Arbeitsplatzinhabern, denen man diese Frage stellt.
was kannst du denn deinem Unternehmen zurückgeben? Du hast ja auch etwas von ihm bekommen. Und die sagen, nein, da ziehe ich mich eher zurück. Hier noch zu glauben, ich könne den Kollegen oder den Jüngeren etwas zurückgeben, da lasse ich mich nicht auch noch kränken. Freie gemeinnützige Tätigkeit geschieht genau aus diesem Generativitätsdenken. Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und eine Gesellschaft, die auf bedingungslosem Grundeinkommen gründen würde, würde mein Motiv und mein Bedürfnis nach Generativität, genau dieser Gesellschaft etwas zurückgeben zu wollen, enorm stark herausfordern und schätzungsweise auch zur Befriedigung führen. In der Diskussion, die wir in Zürich hatten beim Kongress, da sagte Herr Wellershof zu Herrn Köppel von der Weltwoche, er sollte mal zum Psychiater gehen, zum Psychologen gehen. Nun bist du nicht Psychiater und Psychologe, aber die Psyche ist dein Ding. Und Köppels Argumente gegen das Grundeinkommen, weswegen Wellershof dann den Rat gab, war, das Grundeinkommen ist Sozialismus leicht, also ist eigentlich Kommunismus, so ein bisschen verkleidet. Das Grundeinkommen ist unliberal, weil es macht irgendwie alle gleich. Das Grundeinkommen ist nicht vereinbar mit der Menschenwürde, weil es sozusagen diese wichtige Möglichkeit abnimmt, dass du, indem du durch dein eigenes Tun die Wertschätzung von den anderen erlebst, dich sozusagen als Existenz in der Gesellschaft erlebst, dadurch, dass du alles tun musst, um auch Geld zu bekommen, das heißt Wertschätzung im eigenen Tun. Was würdest du denn, wenn man jetzt Herrn Wellershof mal folgt, und Herr Köppels kommt zu dir zur psychologischen Beratung, also der Punkt, es widerspricht der Menschenwürde, es ist eigentlich Kommunismus oder Sozialismus leid. Diese beiden Punkte vielleicht mal. Der Kommunismusvorwurf oder dieses Etikett, das ist ja das, was ihr oder wir am meisten hören. Der Kommunismus hat eine andere Idee, das ist die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Und die kommunistischen Theorien waren zu schwach, was dieses Tätigsein eigentlich mit eingenommen hat. Wir haben unter sozialistischen und kommunistischen Arbeitsbedingungen auch nicht das gefunden, was ich Partizipation nennen würde, was ich Ganzheitlichkeit von Aufgaben nennen würde. Und wir haben auch dort nicht nur intrinsisch aus mir selbst motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehabt. Wir hatten eine andere Gleichheit in der Arbeitsverteilung, aber nicht eine reichhaltigere Arbeit. Also von daher ist es wirklich was gänzlich anderes. Das Grundeinkommen stellt mich und stellt Betrieb und stellt Organisationen der Zukunft vor ganz andere Herausforderungen. Der Kommunismus hat diese Herausforderung, nämlich was ist gute Arbeit, nicht wirklich aufgenommen. Er hat geschaut, was ist die gerechte Verteilung von Produktionsmitteln. Und das ist eine andere Debatte, eine politökonomische. Das mit diesem Vorwurf ist eigentlich menschenunwürdig. Also ihr gebt den Leuten Geld und sie können dann faul in der Hängematte liegen. Das ist das Menschenbild, glaube ich, was wir in dieser Leistungsgesellschaft und Arbeitsgesellschaft erzeugt haben. Dass wir wirklich ein sehr radikal abwertendes Menschenbild haben. Wenn der Mensch nicht arbeiten müsste, würde er nichts tun. Und da habe ich exakt die gegenteilige Auffassung, habe ich ein gegenteiliges Menschenbild. Wir sind zum Tun sozusagen, nur dadurch bin ich existenzfähig. Wenn man mir das Tun nimmt, es gibt nichts Schlimmeres als genau das. Und von daher wäre dann auch die Frage, was ist das mit dieser Faulheit? Das war ja auch von Dani der Einstieg. Der Schwiegersohn von Marx hat dieses Menschenrecht auf Faulheit geschrieben, Paul Lafargue. Das hat dem Marx damals schon nicht gefallen, es würde ihm auch heute noch nicht fallen. Marx hat in vielem Recht gehabt, aber in einem Punkt war er, glaube ich, zu scharf. Er hat in das Reich der Notwendigkeit und in das Reich der Freiheit unterschieden. Und in der Arbeitswelt, auch in einer kommunistischen, da war für ihn immer noch ein Reich der Notwendigkeit. Und er konnte sich das Reich der Freiheit in einem Arbeitsplatz nicht vorstellen. Das konnte er sich nicht vorstellen. Das bedingungslose Grundeinkommen wird und darf diese Unterscheidung nicht mehr machen und wird sie nicht mehr brauchen, dass es das Reich der Notwendigkeit gibt und wenn du das sozusagen erledigt hast und dein Einkommen erwirtschaftet hast, hast du sozusagen das Reich der Freiheit frei und offen.
Diese Trennung, und das haben wir in allen Kulturen gehabt, die wir bis jetzt hatten, sie haben das getrennt. Und das ist sozusagen das Reich der Freiheit und der Notwendigkeit. Und dazu ist die Faulheit ein wichtiger Begriff. Ich erinnere mich an ein Lessing-Zitat, und Lessing hat sich sehr damit auseinandergesetzt. Da heißt es, lasst uns faul in allen Dingen, nur nicht faul zu Lieb und Wein, nur nicht faul zur Faulheit sein. Das mit Lieb und Wein stimmt auch. Ihm ging es aber darum, nur nicht faul zur Faulheit sein. Und wenn ich gesagt habe, Menschen sind tätige Wesen, dann sagt er eigentlich damit, Faulheit ist eine Tätigkeit und nicht eine Untätigkeit. Und wir sind heute unfähig, faul zu sein. Wir haben gar nicht mehr die Fähigkeit, Faulheit als Tätigkeit zu machen. Muße, ein Studium, hatte früher noch, und ich habe noch so studiert, das hatte auch, heute ist das eine Knowledge Factory, was wir an der Universität haben. Es geht um Faktenwissen, Prüfbares möglich. Aber Muße, mal in der Vorlesung zu sitzen, damals durfte ich auch noch Pfeife rauchen in der Vorlesung, und einfach nachzudenken mit den Studenten, das ist, schon vor Bologna war es nicht wirklich möglich, deshalb war Bologna nämlich möglich, dann konnte man das auch nachvollziehen, und nach Bologna ist es überhaupt nicht mehr möglich. Und diese Idee, dass Menschen, wenn sie nicht sozusagen zu ihrer Existenz Sicherung verpflichtet werden zur Arbeit und nämlich diszipliniert werden über die Arbeit, dann würden sie nichts tun. Das, glaube ich, müssen wir aufgeben. Und diese Zumutung, und es würden auch viele, würden auch nichts tun. Die würden aber auch mit dem Nichtstun nicht klarkommen. Das glaube ich schon auch. Und wir müssen uns mal anschauen, was ein Clochard tut, also wie tätig der ist. Ich habe eine Arbeit angeregt jetzt, um nochmal zu erfassen, was macht eigentlich ein Obdachloser? Der ist ja tätig. Und wenn Sie alleine wissen wollten, wie viele Plätze gibt es in dieser Stadt, wo man draußen schlafen kann, wenn Sie das jetzt ab morgen erledigen müssten und einen solchen Platz finden, das würde Ihnen nicht auf Anhieb gelingen. Sie müssen einen Obdachlosen fragen, und der weiß, wo die besten Plätze sind. Der weiß, welche die beste Pappe ist, auf die man sich legt und auf welche man sich nicht legt. Das hat er alles über Tätigkeit herausgefunden und nicht, weil er faul ist. Und dieser Begriff von Tätigkeit, der ist völlig weg aus unserer Gesellschaft. Die eingebunden sind, möglichst mit Überstunden und Wochenendarbeit, die sind für uns tätig. Das sind die nicht faulen. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber ich möchte zwei Fragen noch loswerden. Ich glaube, was jetzt angesprochen ist, das betrifft den ganzen Bereich Kultur in der Arbeit, Kultur in der Bildung. Und diesen wichtigen Satz finde ich von dir, dass das Reich der Freiheit in der Notwendigkeit. Dass man sagen kann, das ist zumindest eine Option, die beim Grundeinkommen angelegt ist, dass diese Trennung aus Freiheit hier, Notwendigkeit im Schweiße deines Angesichts heute nicht mehr stimmt. Und das nicht mehr getrennt ist und damit eigentlich auch Sinnentleerung stattfindet. Eine Sache fand ich interessant, habe ich vorher gehört, in den 50er Jahren gab es schon Umfragen nach der Frage etwa, was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Also würden Sie noch arbeiten, wenn für Ihre Existenz gesorgt ist? Und das gibt es seit den 50ern wohl periodisch immer wieder. Kannst du kurz das sagen, was sind die Ergebnisse? Genau, das ist ein Gedankenexperiment, was man immer gemacht hat, auch in der Arbeitszufriedenheitsforschung, dass man gefragt hat, was würden Sie tun, wenn Sie nicht arbeiten müssten? Und dort sagen immer noch, und zwar immer über 50% seit den 50er Jahren schon, zwar teilweise bis zu 80%, ich würde weiterarbeiten, aber unter anderen Bedingungen. Und das ist das Interessante für uns Arbeitswissenschaftler, deshalb haben wir diese Frage auch gestellt. Es ist nicht nur einfach Nein oder Ja, sondern derjenige, der nicht mehr müsste, also der kein Gehaltskonto mehr bräuchte, der würde aber gerne ein Zeitkonto zum Beispiel haben. Denn was heißt unter anderen Bedingungen? Das hieß in den 70er Jahren, ja, ich möchte nicht, dass die Biege so hoch ist auf meinem Schreibtisch, wenn ich nicht mehr müsste. Ich würde das Gleiche weitermachen, aber weniger von den Akten. Oder ich würde gerne mehr in der Organisation an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten, etc., etc. Das waren sozusagen, und das war ja auch die Herausforderung für die Arbeitspsychologie, dann zu sagen, können wir an diesen Bedingungen nicht tatsächlich auch was tun? Und man hat es versucht, aber es gelingt nicht. Also wir haben zu wenig Gestaltungsmöglichkeit, weil die Autonomie
eines Unternehmers doch einfach wesentlich größer ist als die Partizipationschancen, die eingeräumt werden. Und mit dem Grundeinkommen wäre die Autonomie auch bei denen, die Arbeitnehmer sind. Exakt. Jetzt habe ich als letzte Frage mal so zusammengefasst, einmal Grundeinkommen. Also es geht ja immer so in den Bereich, wo man dann doch denkt, Faulheit, dann arbeitet keiner mehr und so weiter. Man kann dagegen halten, was gesagt wird, aber es scheint sich ja doch unendlich viel zu bewegen mit einem Grundeinkommen. Also Angst vor der Freiheit muss man dann schon auch unter Umständen haben. Ich fasse es zusammen, was ich noch gerne einmal noch hören möchte von dir. Und zwar einmal Grundeinkommen Wohltätigkeit. Das steht ja auch in einer langen Tradition und ist beim Grundeinkommen eine Diskussion. Dann ist mir sehr aufgegangen, das, was du eigentlich erforscht hast und bewegen möchtest in der Arbeitswelt, dafür könnte ja das Grundeinkommen sozusagen eine perfekte Basis sein. Und damit auch die Frage, was ist für dich das Entscheidende am Grundeinkommen? Also diese drei Sachen zur Wohltätigkeit noch ein Wort. Und was ist für dich das Entscheidende eigentlich bei dieser Idee des Grundeinkommens? Das Entscheidende ist, dass es wirklich die Kultur radikal auf allen Gebieten, der Erziehung, der Beziehungen, der Arbeit, der des Sterbens, wenn ich so weit gehen würde, verändert. Es ist ein radikaler Eingriff. Es ist kein Reparaturprinzip. Und das, viele halten es ja für ein Reparaturprinzip für diese Sozialleistungen. Deshalb sind viele Konservative dafür, weil sie dann dieses Problem vom Tisch haben in dieser Sozialarbeit. Und was es wirklich ist, es ist etwas Radikales. Und wenn ich das dann auf die Psyche beziehe, es ist radikal in meiner Forderung und Durchsetzung nach Autonomie und auch das, was ich als Autonomie empfinde, mute ich dann den anderen zu. Und das wird nicht ihre Autonomie sein, die meine ist. Und in der Partizipation, in der Solidarität. Also wir sind eine andere Solidargemeinschaft, wenn sozusagen nicht Gleichheit über den besseren Beruf, über mehr Beruf, über die höhere Karriere mehr gemacht wird, sondern dass es eine Ebene der Gleichheit gibt, die dann eben das viel größere Glücksversprechen vielleicht auch wirklich ist. Vielen Dank.